Les amis, willkommen zurück. Heute geht es um French Deckernets. Unsere Gänseleberterrine, Originalrezeptur von unserem Vater, natürlich geheim, die beste Terrine der Welt, ich kann es euch wirklich nur sagen. Dazu die Königin der Süßweine, und zwar Château Giraud 2017 aus dem Sauternes. Und ich habe euch im letzten Video angekündigt, ich zeige euch noch was, was man mit dem Périgord-Trüffel machen kann. Der spielt heute auch wieder eine Rolle. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich mache euch dann noch einen kleinen Vogelsalat oder Feldsalat für meine lieben deutschen Freunde mit einer ganz einfachen Vinaigrette mit unserem Estragon-Essig, den wir selber ansetzen. Stay tuned, ich freue mich. Bevor wir zu unserer Gänseleberterrine kommen, schenke ich mir natürlich ein schönes Glas Wein ein. Heute 2017, Château Giraud, Sauternes. Meine Schwester sagt auch, das ist die Königin der Weißweine. Das ist Süßwein, aber bitte niemals denken, dass man Süßwein nur zu Dessert trinken soll, kann, darf. Dem Süßwein braucht es immer einen Kontrahenten mit Säure, Schärfe, also richtig Gegendruck. Und das werde ich euch gleich mit unserer Vinaigrette, die wir jetzt hier gleich anrühren, zeigen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei KetoCon TV am Herd. Cheers! Das ist vielleicht nicht optisch sehr schön, aber wir sind ja hier unter Fachleuten. Das ist die praktische Lösung, wie wir unsere Gänseleberterrine wunderbar aus der Form herausbekommen und dann einmal, zweimal und dann liegt sie auch schon auf der Platte drauf. So, ich schneide euch jetzt hier zwei schön dicke Scheiben herunter und wir werden jetzt dazu eine schön säurebetonte Vinaigrette machen aus unserem Estragon-Essig, dem Olivenöl, welches ihr auch bei uns im Shop finden könnt. Salz, Pfeffer und unserem ganz beliebten Dijon-Senf. So, das ist unsere säurebetonte Vinaigrette. Sehr gut. Übrigens, Estragon-Essig legen wir selber ein, kann jeder von euch. In dieser Big Mama hier hält übrigens 10 Jahre, also da könnt ihr euch mit vergnügen. So, jetzt geht's weiter mit unserem Salat. Ich hole die Gänseleberterrine. Ja, und dann haben wir es gleich. So, Dressing fertig, ab in unseren Vogel- oder Feldsalat. So, und dann das Ganze schön vermischen. Schön leicht angemachter Vogelsalat und oder Feldsalat für unsere deutschen Freunde kommt jetzt hier auf meinen Teller. Ich habe jetzt meine Gänseleberterrine wieder geholt, habe die noch ein bisschen zwischengekühlt, weil die ja immer ganz gerne Kühlung verträgt, und lege meine Gänseleberterrine jetzt auf mein Salatbett. Vielleicht bemerkt habt, wenn ihr aufgepasst habt, ich habe diesen Trüffel jetzt wieder etwas erwärmt. Ich habe euch ja im letzten Video erklärt, dass das mit dem Périgord und dem Hobeln nicht ganz so gut funktioniert, aber Hobeln ist nicht gleich Raspeln, ja, und Raspeln darf man ihm schon, den kleinen Périgord-Trüffel. Deswegen hole ich mir den jetzt hier aus meinem warmen Ataox Madeira Sud und hobel das Ganze hier drüber und wir nennen das bei uns auch Gänseleber mit Frisur. Wir sind fast fertig, aber einen Geheimtipp habe ich noch für euch. Und zwar, ihr nehmt euch was von dem Sud, ganz wenig, und träufelt das hier über euer Vogel-Feldsalatbett, Gänseleberpastete und frisch gehobelt, nein, geraspelter Périgord-Trüffel. Und schon ist euer Gang perfekt, die perfekte Vorspeise für euch zusammen mit dieser wunderschönen Flasche Sauternes. Fine Wine, Fancy Food, www.catoncon.com, das Ganze für euch versandkostenfrei nach Hause, wenn ihr das im Bundle bestellt. Ihr kennt es schon, einmal die
Gänseleberterrine, ca. 400 Gramm, zusammen mit der Flasche Chateau Giraud 2017 aus dem Sautern direkt zu euch nach Hause. Stay tuned, CatoCon TV. Sahnehäubchen zum Schluss, und zwar als Belohnung für all diejenigen, die sich das jetzt wieder bis ganz zum Schluss angeschaut haben, was ich euch allen erzähle. Was machen wir denn mit diesem Sud? Ja klar, wir schmeißen nichts weg. Das ist die Belohnung für jeden, der sich das zubereitet. Der Ataox Madeira Trüffelsud zum Schluss genießen. Leute, keine Worte mehr. www.catoncon, stay tuned.